Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Mein Name ist André und gleich wird unsere Fahrzeugpräsentation folgen von dem Objekt eurer Begierde. Das bedeutet, wir probieren es transparent als möglich zu machen. Mein Kollege filmt einfach mal rings ums Auto, geht in jede Ritze. Hier soll es aber vordergründig um den Zustand des Fahrzeuges gehen, gar nicht unbedingt um die Ausstattung. Das bedeutet, wen es doch interessiert, der klickt mal oben auf die Infobox, da wird er weitergeleitet zu Mobile. Und solange der Link aktiv ist, steht das Fahrzeug noch zum Verkauf. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Hallo, hier ist Alex aus dem Autoladen und ich zeige euch heute einen sehr, sehr schönen Mercedes-Benz E350 CGI in der Avantgarde-Ausstattung. Das Fahrzeug ist aus Baujahr 2010, hat knappe 182.000 Kilometer runter, hat wirklich sehr, sehr gute 292 Benzin PS, auch eine sehr, sehr schöne Sache. Wie gesagt, die Optik von dem Mercedes finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ihr habt vorne natürlich auch die Big-Xenon-Scheinwerfer. Ihr habt hier eine sehr, sehr schöne originale 17 Zoll Leichtmetallfelge mit einer wirklich guten Bereifung noch, das muss man einfach sagen. Wie gesagt, wir gehen jetzt mal in das Innere des Fahrzeuges und da werdet ihr sehen, dass der Zustand wirklich tadellos ist und hat natürlich eine umfangreiche Ausstattung. Auch die Leisten hier mit diesen braun-schwarz Klavierlack finde ich immer sehr, sehr schön. Wie gesagt, ihr habt elektrische Fenster vorne und hinten, Spiegelvorstellung, anklappbar natürlich elektrisch. Ja, auch die Ledersitze sind wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand. Also das muss man wirklich einfach sagen. Wie gesagt, Lichtautomatik habt ihr, Multifunktionslenkrad habt ihr, ja, Automatikschalter. Wie gesagt, Avantgarde, umfangreiche Ausstattung, Sitzheizung, Klimaanlage, Navigationssystem. Also das sind nur ein paar Dinge, die man auf 10 braucht. Wie gesagt, wer sich da ein bisschen damit auskennt, ist eine sehr, sehr schöne Sache. Schiebedach habt ihr natürlich auch, heller Dachhimmel. Was man auch merkt, es ist ein Nichtraucherfahrzeug und auch tierfrei. Finde ich auch immer sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Jetzt gehen wir einfach mal in den hinteren Bereich des Fahrzeuges. Auch hier seht ihr wirklich die gute, gepflegte, sage ich jetzt mal, die Sitze sind wirklich gepflegt. Ihr habt hier eine Mittelarmlehne, könnt ihr runterklappen. Wie gesagt, 5 Mann Hemd an dem Fahrzeugplatz, aber auch hinten 2 große Menschen, überhaupt kein Problem. Also man sieht auch das Leder auch an der Tür, ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet, muss man einfach sagen bei der Ausstellung. Ja, jetzt sind wir einfach im Heckbereich angelangt, wie gesagt, Seitenscheiben und im Heckbereich getönt. Jetzt machen wir einfach mal die Kofferraumklappe auf. Die ist natürlich elektrisch. So, ihr habt da natürlich ein riesiges Platzvolumen. Also hier geht wirklich allerhand rein. Also ja, manchmal hat man das Gefühl, man kann schlafen hier drin. Ja, jetzt sind wir schon auf der Beifahrerseite angelangt. Auch hier spiegelt sich wirklich der gute Allgemeinzustand wieder. Also man merkt wirklich diese knappen 180.000 Kilometer wirklich nie an. Also der steht wirklich tadellos da. PDC ist natürlich auch vorne und hinten. Auch noch ganz, ganz wichtig bei so einer Größe. Ja. Das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir schon am Ende. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Und dementsprechend könnt ihr jetzt einen Termin bei uns vereinbaren. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da. Samstag 10 bis 14 Uhr. Stehen euch da gern mit Rat und Tat zur Seite. Heißt, wenn ihr euer altes Fahrzeug in Zahlung geben wollt, optional eine Gebrauchtwagengarantie oder sowas finanzieren, da ist unser Verkäuferteam dafür zuständig. Hintenrum haben wir die Werkstatt. Dort wird das Fahrzeug auf Herz und Nieren geprüft. Wir drücken auf jeden Knopf. Es wird ausgiebig Probe gefahren. Der Fehlerspeicher wird ausgelesen, um es transparent als möglich für euch zu machen und natürlich ein gutes Auto an euch zu übergeben. Und darüber hinaus ist sicherlich irgendwann mal wieder der TÜV fällig oder ein Ölwechsel, habt ihr natürlich dann einen Ansprechpartner, nämlich uns. Und ich danke fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Video. Macht's gut, bye bye.